Dann mal an die Arbeit. Oh, ich komme hier nochmal in die Werkbank. Ui, 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 ui. Na gut, dann können wir jetzt ja das hier auch noch ausrüsten. Also, verbessern. Sieht gut aus. So, dann haben wir zumindest jetzt alles einmal auf Stufe 1. Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwinden sollen, Joseph. Der Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist der. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Okay. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Nee, er ist weg. Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm. Das war knapp. Ja. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Wir sind hier drüben. Wo kommst du denn her? Wir rennen weg. Wir rennen weg. Lass uns doch hier wegrennen. Ich hab gedacht, ich hab den Fisch abgesnibbelt, aber hab ich nicht. Okay, cool. Cool. Das war knapp. Ja. Soldaten! In Deckung! Verdammt! Nein, wir sitzen fest! Nein! Och! Was war das? Joseph hat einen Krug mit Herz zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Mal ganz kurz zurück. Warum kann ich hier nicht durchrennen? Okay, jetzt. Haltet sie auf! Jetzt kommen sie! Ja, ich habe keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Nein. Ich weiß nicht. Tschüss. So, jetzt aber. Meine Güte. Ist aber auch wieder stressig. Also, gar nicht mal so einfach. Sieh dir das Feuer an. Ja, es ist riesig. Ich rieche Teer. Das haben sie also damit angestellt.
Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Ja. So, alle? Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Ach, dort brennen sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Wir können es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Wie mache ich das jetzt? Ist gar nicht so gut. Warum haben sie die Stadt gar nicht so einfach. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Nee. Wir hätten ihn treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten und Tod bringen. Es gibt kein Entkommen, das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Ja. Und wir müssen noch eine... War das? Hier sind Eindringlinge! Oh nein! Wo denn? Wo kommst du denn hin? Da! Dahinter seid ihr! Ihr seid erledigt! Das war gar nicht so gut. Ihr da drüben! Was macht ihr? Nein! Lass mich doch! Amicia. Ich... denn der jetzt her? Die blöde Socke. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten und Tod bringen. Es gibt kein Entkommen, das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Wir probieren es sneaky. Ne? Also wir machen jetzt hier easy peasy lemon squeezy. Zumindest versuchen wir es. Ich habe Angst, plötzlich Mutter und Hugo zu erblicken. Ich glaube, sie säubern erst die unteren Viertel. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Wir haben noch Zeit. Ich hoffe, du hast recht. So, jetzt haben wir ihn noch vor uns. Dann haben wir den anderen. Oh Gott, da hinten ist ja noch einer. Oh Gott, das ist ja gar nicht so einfach. Aber können wir außen rum? Geht das? Das müsste ja gehen, ne? Wenn er sich jetzt hier umdreht. Er ist auch blind. Was anderes zu fressen. Bin ich jetzt hier zum... Ja! Das hat sogar geklappt. Ich könnte... Ja, also ist ja gar nicht mal so schlecht gewesen. So, ich muss aber eigentlich da durch. Richtig? Diese Stadt versinkt im Chaos. Die Leute werden es nicht akzeptieren. Sie werden sich wehren. Hoffentlich handelt es sich nur noch um Stunden. Joseph weiß zum Glück, wie man kämpft. Also, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass... Ist er da vorne auf mich? Nee, ne? Der ist jetzt weitergefahren. Genau, der ist weitergefahren. Der Mistviecher scheint mich zu mögen. Kann ich hier runter?
Nein. Kann ich hier durch? Geht das? Ich kann hier durch? Lol. Ey, das war jetzt sogar mal ohne, dass wir jemanden getötet haben. Er ist da. Verdammt, ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt. Ja, natürlich, easy. Warte, wir... Danke, ich wollte doch... Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Ich wollte kurz noch... Wo ist der Rest eurer Gruppe? Gucken gehen. Also, in der Stadt, sie bereiten sich vor. Ich sollte... Okay, wir sollten vielleicht aufs Boot... Ego. Was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Wir holen sie ab. Ich glaube, das ist zu spät. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein. Nein. Lauft! Lauft weg! Ich vielleicht auch? Also... Nein! Nein! Okay. Das Haus! Ich schaffe das! Wie? What the fuck? Oh nein, nein, nein! Wir haben ein Problem. Und zwar gar nicht so kleines. Jetzt steh auf und... Run, Boy, run! Also jetzt bitte. Oh fuck. Ich komme zu dir. Auf, wir müssen hier weg. Ja, also. Okay. Ja, kein Problem. Okay, wir haben doch ein ganz großes Problem. Steh auf. Lauf. Fuck. Ich bin hier. Hilfe. Er ist euer Sohn. Du verpasst. Du Beschützerin, na endlich. Beruhigt sich nicht. Alter, der Typ. Wirklich, ich... Hugo, ich bin hier. Der regt mich gerade nur auf. Okay, hat sich von selber erledigt. Bitte beruhige dich, bitte. Ich weiß, warum du hier bist. Hugo, bitte. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also es los. Es war nur ein Albtraum. Und sowas passiert, wenn ihr einen Albtraum habt? Du Scheiße.
Lass uns zum Boot und woanders hingehen. Ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt. Ja, die ist verloren. Ist weg. Alles einfach verlogen. Weg. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Was ist los? Mir ist schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Alter Falter. Die ganze Stadt auseinandergenommen. Heftig. Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. Nein. Leider doch. Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Unruhiges Fahrwasser. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß.
Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind, er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann leg mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Okay. Wie machen wir das jetzt? Schiebe das Boot ins Wasser. Okay. Ah. Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Als Fertig? Ob ihr genug Kraft hättet. Dann schieb! Okay, ich hab nichts gesagt. Ihr müsst nachkommen! Was? Amicia! Folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Joseph. Okay, also, dann müssen wir jetzt mal hier nochmal weiter gucken. Das sieht aber gar nicht so gut aus, was hier... Naja, egal. Wir ignorieren es mal. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel... Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Ja. Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was genau. Ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Loot. Ja, aber das eine ist das eine und das andere ist das andere. Also, ne? Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Was zur Hölle? Keine Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh, und Gott. Was ist dieses rote Tüchlein? Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos Balzen. Ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Gehen ist trotzdem wir zurück. Nach dir. So ein Bolzen, sag mal... Interessiert euch das nicht? Hier ist ein Weg. Hier durch. Okay, es interessiert sich nicht. Hier ist der Fluss. Da sind sie. Mein Gott. Es sieht von Scheiße aus. Das stinkt ja widerlich. Wir müssen Hugo von hier wegbringen. Hey, sie sind da oben. Amicia, was ist das? Oh nein, 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 nein.
Was zur Hölle? Da sind sie! Sie sind schon hier? Ja, moin! Sind in Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja, so ein Keine bisschen. Sorge! Geht's gut, Hugo. Sieh doch, beiden geht's gut. Ja, aber komm schon, lauf! Wir kommen schon zurecht, sind unterwegs. Ja, wir, werden irgendwie den Weg zu euch finden. Glaube ich. Hä? Wie denn? Ich bin doch im... War da nicht Licht? Also... Hä? I don't get it. Ich hab doch... Also, oder... Also, wo fangen wir an? Auf der anderen Seite sind Feuerbecken. Ich meine, okay, wir haben Loot übersehen, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir eventuell nochmal von vorne anfangen. Aber dennoch habe ich das gerade nicht verstanden, weil wir haben doch... Wir haben doch das Ding angezündet. Der brennt bestimmt gut, aber der verbrennt schnell. Komm schon, lauf! Diese Information hat mir gefehlt. Dass dieser Heuballen schnell verbrennt. Oh, alles klar, das wäre schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne... Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. Warte mal. Dann machst du aber den Kran, ich zünde es an. Weil man kann es ja anscheinend mehrfach anzünden. Lukas, du bist dran. Na gut. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, yeah, so kommen wir vielleicht rüber. Sehr gut. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können. Ja, was die mittlerweile sind. Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Kannst du nicht noch weiter drehen? Also, kannst du das nicht bis hierhin drehen? Ja. Das ist gar nicht mal so gut. Warte. Ah, ja! Genial! Wir schaffen es! Ja, so in... Da ist noch ein Kran! Ich glaube, ich kann dir helfen! Ja, okay. Versuch den Heuballen zu mir zu bringen. Dann kann ich ihn anzünden. Er kann das auch? Hier kommt's. Warum mache ich ja noch die ganze Arbeit, wenn er das auch kann? Ich sehe gerade, dahinter kommt noch der Riesenspinne, aber ist es nicht? Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran. Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. So, jetzt zünd an. Gut. Alles klar. Hier komme ich. Dann mal weiter. Amicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo! Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen nochmal den Kran. Ja. Okay, also du nutzt nochmal den Kran? Eine Aufgabe für dich, Lukas. Ja, sofort. Amicia, du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Aber du musst... Ich kenn dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite. Scheiße, wie mach ich das jetzt? Okay, also... Sag, wenn ich loslassen soll. Wir müssen es anzünden und müssen mit ihm zusammen nach darüber, damit wir an den Kran kommen. Letzter Plan. So, jetzt sagen wir ihm hier. Mach doch mal. Jetzt, ich lauf los. Komm schon, schnell. Hier, fang! Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe! Was ist das? Schnell! Das hält nicht lang! Weg da! Haut ab! Das mögen sie nicht! Okay. Pyrit, ein Mineral, habe ich unterwegs aufgesammelt.
mir das Leben gerettet. Danke. Ich dachte, da kommen nur Funken. Aber das... Ich brauche mehr. Dann halte da noch Ausschau. Alles klar. Jetzt bring ich dich rüber. Alles klar. Dann halte da nach Ausschau. Halt durch, Lukas. Warum kommt er nicht schon seit Ewigkeiten mit der Sache um die Ecke? Warte mal, das ist jetzt aber gar nicht so gut, dass es jetzt da ist. Wait. Hä? Wieso kommt er denn jetzt nicht mit? Ich bin verwirrt. Wie kriege ich ihn jetzt hier rüber zu mir? Okay, also wir ziehen nochmal das zu uns. Richtig? Nein, nein, nein. Müssen wir dann nochmal irgendwie mit, damit wir da rüberkommen? Also da hochkommen? Aber was bringt uns das? Werden wir jetzt gleich sehen. Dann lasse ich das wieder los. Der Kran bewegt den Heuballen. Könnte hilfreich sein. Machen das an. Los, los, los! Geschafft! Gut gemacht. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? Ja, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Vielleicht musst du es zuerst anzünden und dann kurbeln? Also jetzt bin ich ja hier. I don't know. Wie kriege ich ihn jetzt zu mir? Warte mal, kann ich dir einen Stock rüberwerfen? Geht das? Dann kannst du doch hier zu mir, oder? Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Vielleicht musst du es. So. Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja. Worauf warte ich dann? Ja, mal gut. Google meistert. Nicht denken, rennen. Nicht denken. Ja, du bist ziemlich schnell. Ach, danke. Es geht nichts über gute Motivation. Und jetzt? Ich sitz fest. Das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Okay. I understand. So, jetzt geht's! Jetzt! Komm schon, na los! Okay, das ging sogar recht gut für ihn aus. Ich hätte gedacht, dass das Feuer ausgeht, aber gut. Jetzt! So, jetzt bin ich dran. Hätten wir ja auch beide gleichzeitig machen können. Hätte ich mir einen Schuss gespart. Aber gut. Geschafft! Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Ja. Durchatmen. Kann man machen. Ich versuche es. So, okay, dann machen wir. Wie gehen wir als nächstes hin? Wir gehen als nächstes da drüben hin? Ja, ne? Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. War das jetzt richtig hier? Oder ist es jetzt hier komplett falsch? Das ist bestimmt komplett falsch, ne? Ich komme hier wieder nicht hin. Wo soll ich denn sonst hin? Ich dachte, ich muss an die Kurbel.
Doch, muss ich auch. Wahrscheinlich, oder? Amicia! Ich hatte Angst. Ja. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Gar kein Problem. Dafür haben wir Lukas. Lukas? Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Natürlich. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Ja, machen wir doch gleich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Was? Unter dem Steg? Oder unter dem Steg? Weil wir kommen ja, also ich komme ja nicht mehr zurück, oder doch? Nee, ne? Warte mal, hier, okay, verstehe. So? Oh, hier ist es zu steil, er rollt weg. Ich kann ihn noch aber gar nicht komplett rausziehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich ihn rausziehe und dann hier entweder nach links oder nach rechts bewege. So wäre the plan. Achso, nee, warte mal. Mach Lukas, du mal. Das übernimmst du. Klar doch. Dann kann ich nämlich hier durch. Ist da ein Durchgang? Ja, da ist ein Loch. Ich gehe rein. Vorsichtig. Oh Gott. Okay, ist ja mal. Tote Leute! Raus da! Nein! Ist schon gut, keine Sorge! Tut mir leid! Oh. Oh. Nein! Bitte nicht! Nur tut mir leid! Ich muss! Bitte! Verzeih! Es muss leider sein! So, versucht's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Wie, kann ich jetzt von hier aus da rauf oder muss ich dafür wieder raus? Und ich kann von hier aus rauf, okay. Das finde ich gut. Alles in Ordnung? Fertig? Endlich Luft. Die Zeit. Oh. Sag mir Bescheid. Ja, lass ruhig hier, kannst aufhören. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Inselmutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. Nicht jetzt. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Ja, wir haben Loot. Das sehe ich schon mal. Da hinten ist noch eine Leiter. Das heißt, ich muss einmal raus. Hier muss doch etwas sein. Irgendwie. Komme ich hier runter? Raus? Nach oben? Da ist nämlich auch noch eine Kiste. Warte. Ja, warte. Warum kann ich die... Warte mal, kann ich hier raus? Geht das? Nein. Kann ich das hier irgendwie abschießen? Könnte klappen. Lukas, geh von der Kette! Amicia, nein! Alles gut. Geht's dir gut? Jo. Was zur Hölle? Sag schon! Mir geht's gut! Alles Tudi! Ich bin nur fast zermalmt. Hallo! Die Kette ist weg, aber die Portons auch! Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an! Lukas, kommst du dahin?
irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Jo, wir gehen nochmal kurz looten, gar kein Problem. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Ich kann's nicht öffnen, weil ich kein Messer habe. Beruhige dich. Konzentrier dich. No. Aber warte mal, auf der anderen Seite war da auch noch eine Kiste. Warte mal, ist hier ein Messer? Hier ist ein Messer. Hier ist ein Messer. Nice. So, hier haben wir noch eine Kiste. Auch sehr nice. Ganz hinten hatten wir auf der anderen Seite noch... Komme ich da hin von hier aus? Komme ich da rüber? Da ist doch noch eine Loot. Ich will zu dem Loot. Na gut. Gehen wir erstmal nach oben. Oben haben wir nämlich dann auch wieder... Oh, warte mal. Hier kann ich doch... Hier, hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yes! Was haben wir denn hier? Geilen Loot. Ja, ja, ja. Sehr gut. So, dann kann man nämlich oben noch das aufmachen mit dem Messer. Da haben wir nämlich dann wieder eine Werkzeugkiste. Da drinnen ist auch wieder Loot. Und dann können wir nämlich noch ein paar Sachen verbessern. Ey. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes aufbessern. Also, falls wir was aufbessern können, ich hoffe. Kann aber auch sein, dass wir nichts aufbessern können. Was haben wir da Schönes? Schnipp. So, Nummer uno, Nummer dos, und was können wir machen? So. Wir könnten die Schleuder verbessern. Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Das finde ich sehr gut. Amicia verbessert ihr Alchemisten-Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ingwer zu töten. Ja, ja, da sehe ich mich auch. Kann dank einer neuen Innentasche zusätzliche Alchemisten-Zutaten tragen. Sehr gut. Immer mehr Loot ist immer gut. Mithilfe des Reisewerkzeugs kann er mit ihrer Ausrüstung überall ohne Werkbank aufwerten. Das finde ich auch sehr interessant. Problem ist, ich kann halt nur eins machen. Ich könnte ja das nehmen, bevor ich die Schleuder mache. Dann brauche ich keine Werkbank mehr. Ja, das werden wir auch machen. Viel besser.